Kann man da rein? Kann ich auch nicht rein. Was ist mit dir? Die gefallen die Geräusche nicht, ne? Merkt das schon? Okay, dann nicht. Okay, das sieht so aus wie gerade, bloß dass wir jetzt gefroren sind. Bisschen kühl hier drin. Alles klar. Kommt man da oben noch irgendwo hin? Nö. Frage mich jetzt bloß, ob ich gleich auch die... Verdammte Axt! Komm her! Komm her! Okay, das kann man schon mal so nicht kaputt machen, wie es aussieht. Einstampfen kann man es auch nicht. Alles klar. Okay, dann wird hier einiges ein bisschen anders sein diesmal. In der gefrorenen Variante. Komm mal her, du Goldvieh-Heini. Wo gehst du lang? Da lang. Dann geht er nach oben. Tatsache, geht er nach oben. Das ist so unglaublich. Der Goldspinner. Naja, okay. Das haben wir schon mal wieder vergeigt. Dafür hauen wir den kaputt. So. Oh, schön. Auch noch mit so Stacheln. Das kann ich jetzt einsammeln. Okay, ich wollte gerade fragen, wie ich wieder nach oben komme, aber es hat sich von selbst geklärt. Okay, alles klar, Huno. Ja, dann machen wir es so rum. Nee, nicht am Pet lecken. Geht mal weg, ihr. Euch brauche ich jetzt. So, die springen nämlich immer, wenn ich auch springe. Na, ah, verdammt. Ja, okay. Das hat nicht geklappt. Aber es ist wirklich nicht so einfach mit dem Wuffkopf hier. Ja, ich meine dich. Nein, nein, nein. Verdammt. Komm her. Komm her. Oh Gott. Ich brauche das als Waffe. Nein. Da oben hin. Ich wollte das noch kaputt machen. Klappt jetzt auch nicht mehr, weil ich jetzt hier reingefallen bin. Sonst komme ich da nicht mehr rauf, ne? Doch. Kann man da rein? Kann ich auch nicht rein. Was ist mit dir? Die gefallen die Geräusche nicht, ne? Merkt das schon? Okay, dann nicht. Dann leg dich da ein. Mir ging es auch auf die Nerven. Ja. Jetzt kann ich so rumknurren. Oh, ich... Das spielt sich wirklich sehr träge hier drauf. Ich meine, es ist Eis. Es soll so sein. Aber hier vorne gibt es doch auch noch was, ne? Okay, da gibt es auch noch so Zeug. Federn. Das sieht ja schon nice aus, das muss man ja schon sagen. Oh, oh, drehen, drehen, drehen. Wie konnte das jetzt passieren? Ich habe mich doch gedreht. Okay, verreckt alle. Die zweite haben wir schon mal nicht gekriegt. Ach ja, das war die, wo ich hätte springen müssen, was absolut nicht geklappt hat. Verdammt! Okay, nochmal das Ganze. Okay, gib mir mal noch einen. Los, lass schon einen fallen. Kommt jetzt keiner mehr raus? Wollen die mich veräppeln? Da ist die ganze Zeit gerade an... Ach.
Verdammt! Okay, jetzt haben wir's. Okay, das bringt gar nichts, wenn ich da jetzt auf das Ding drauf springe. Aber ich gehe jetzt nochmal hierhin zurück, nochmal diese Sachen hier einsammeln. Okay. Ah, jetzt müssen wir oben lang. Okay, kann ich den nochmal hier hinlocken? Natürlich nicht. Ah, jetzt kriege ich das auch nicht. Dass hier aber auch keinen Wandsprung gibt. Ne, die sind nicht mehr da. Alles klar. Münze 4. Bye, bye. Verdammt! Oh, das ist nicht einfach. Gibt's hier noch was? Ja. Wenigstens gibt's hier noch Münze 5. Und ich bin auch nur mit Yuka angekommen. Naja. Wespensen. Erkundet das gefrorene Kapitel. Ach so, das haben wir schon. Warum sagt sie das nochmal? Okay, wir haben 5 Bienenheinis. Okay, das haben wir jetzt gemacht. Brrr, das nenne ich Veränderungen. Ja, ich hatte das Gefühl, dass man die Kapitel dadurch verändern könnte. Ihr könnt bestimmt jedes Kapitel seltsam oder wunderbar verändern. Okay, was willst du jetzt? Ich habe eine Flammenbeere für euch gezüchtet, um das hier aufzutauen. Damit könnt ihr die Zustände verändern, wann ihr wollt. Kann ich dann auch Feuer reinschmeißen? Und schaut mal, wer gekommen ist, während ihr da drin wart. Hallöche, Leute. Wenn ihr euer Abenteuer fortsetzen wollt, redet mit der Paige. Ich eile zurück zu Hivery Towers, um die geretteten Truppen zu versammeln. Macht nur weiter, Freunde. Ihr seid toll. Die Frage ist, gehe ich jetzt zu dem Pagey-Vieh hin oder hole ich mir jetzt erstmal nochmal so eine Bombe, um einmal kurz zu gucken. Die Frage ist halt auch, wie lange die halten. Wann die explodieren. Nein! Was hat man denn davon, wenn ich das jetzt auch vereise? Nochmal. Komm her. Das finde ich eigentlich ganz nett an dem Spiel, dass man hier auf der Overworld auch noch so viele Sachen machen kann. Okay, das kann man scheinbar nicht vereisen. Egal. So. Wir gehen jetzt zu dem Pagey-Heini, der dann wahrscheinlich links irgendwie die Erde runtersetzt. Nachdem ich für ihn eine Herausforderung mache. So, bist du bereit, Hunor? Los. Das war ja easy. Gute Arbeit! Jetzt haben wir die Macht, die Overworld zu verändern. Schaut mal. Pages vor! Das
So, schön mit so 80er Synthi-Mucke. Okay, der macht die Bäume weg. Ich hatte die Hoffnung, dass er links die Plattform vielleicht noch ein bisschen runtersetzt. Dann hätte man da vielleicht auch noch was anderes machen können. Ja. Ja, hier kommen wir nicht rauf. Da kommen wir noch nicht hin. Vielleicht gibt man irgendwann irgendeine Fähigkeit, mit der man irgendwas machen kann. Was ist hiermit? Auch nichts. Kann ich hier was klauen? Auch nicht. Okay. Erstmal hier. Da geht auch nichts. Toll, wenn ich jetzt hier runter gehe, komme ich ja nicht mehr rauf. Das ist so eine Sprungpflanze. Ja, dachte ich mir. Okay, gucken wir erstmal hier. Hier kommt wahrscheinlich irgendwann wieder die Bienentante vorbei und macht irgendwas mit den Sachen. Okay, da auch nicht. Was haben wir hier? Hm, okay. Also momentan können wir nur hier lang. Das ist Wasser. Okay, ich dachte, ich könnte damit irgendwas zerstören hier vorne, aber sieht nicht so aus. Okay, hier haben wir ein neues Buch. Was will er hier? Er will wieder einen Tipp verkaufen. Mit 20 Federn. Machen wir. Ja, das ist genug, okay. Nördlich von hier verläuft ein gewundener Weg, umgeben von Pflanzen. Kumpelkracher, die Ecke des Wegs für ein Geheimnis. Was war das jetzt? Nördlich von hier verläuft ein Weg voller Pflanzen? Ja. Was ist das für ein Knochen da drin? Das ist ein Schlüssel. Damit können wir auch nichts machen. So, für 1000 kann ich das freilegen. Habe ich leider nicht. Okay. Vielleicht später. Mal gucken. Kann man hier noch was machen? Das kann ich wahrscheinlich aufmachen. Ja, dafür brauche ich den Schlüssel. Aber hier haben wir erstmal ein Tonikum. Glubschaugen. Okay, das ist nur, damit er größere Augen kriegt. Vermute ich wieder irgendwas, was nur witzig aussehen soll. Glubschaugen. Ist es das hier? Ja. Die Feinde haben Glubschaugen bekommen. Sie absorbieren einen Extratreffer. Dafür sehen sie aber super lustig aus. Okay, das sind mir jetzt erstmal nicht 750 Federn wert. Alles klar. Okay, dann gehen wir erstmal in das Level hier vorne, würde ich sagen. Weil wir sonst erstmal nichts anderes machen können.